Jahre Freie Wähler in Regierungsverantwortung. Da sage ich nur wow. Und es ist ein super schöner Anlass für eine Halbzeitbilanz. Und damit begrüße ich ganz herzlich den Fraktionsvorsitzenden Florian Streibel. Hallo. Grüße Sie. Herr Streibel, wir liefern, was wir versprechen. Das ist und das war Ihr Motto. Sie haben viel versprochen und Sie haben auch viel geliefert. Lassen Sie uns doch ein paar Punkte herauspicken. Und zwar zunächst, was sind denn für Sie persönlich die größten Errungenschaften der ersten Hälfte dieser Wahlperiode? Als wir im Jahr 2018 uns zu den Koalitionsverhandlungen getroffen haben, haben wir eigentlich noch nicht genau gewusst, was auf uns zukommt. Wir hatten ja auch noch keine Regierungserfahrung, haben da natürlich einen sehr ambitionierten Koalitionsvertrag mit der CSU ausgehandelt. Und dann kam eigentlich erstmal alles ganz anders. Es kam ein Volksbegehren, Rettet die Bienen, wo wir das dann letztlich auch stemmen haben müssen, haben wir mit einem eigenen Gesetz das Ganze noch praktikabel gemacht. Dann kam die Pandemie, die uns jetzt seit über einem Jahr gefangen hält, und die mussten wir auch mit bewältigen und mussten schauen, wie wir damit umgehen. Und gerade, sagen wir, in einer Krisenzeit zeigt sich eigentlich die Stärke von einer Koalition. Aber nebenher haben wir noch 80% ungefähr unseres Koalitionsvertrags abgearbeitet. Also das heißt, also wir haben volles Programm geliefert, wir haben also unsere Leistung gebracht. Sie haben schon angesprochen, das Artenschutz-Volksbegehren. Ihre Fraktion hat ja ein bayerisches Aktionsbündnis ländlicher Raum gegründet. Was hat Sie denn dazu bewogen und was sind die Ziele? Ja gut, das Artenschutz-Volksbegehren, das hat eines ganz deutlich gemacht, dass es ein Auseinanderfallen gibt zwischen der städtischen, urbanen Bevölkerung und der ländlichen Bevölkerung, dass hier ein Auseinanderdriften in der Gesellschaft stattfindet, dass die einen die anderen nicht mehr verstehen. Die städtische Bevölkerung kann eigentlich mit den Prozessen, die am Land draußen sind, gerade in der Landwirtschaft, eigentlich nicht mehr viel anfangen oder versteht hier auch nicht mehr so viel. Andersrum, wenn jetzt die Erholungssuchenden aus der Stadt aufs Land rauskommen, dann ist in der ländlichen Bevölkerung, gerade auch in Zeiten der Pandemie, ist auch ein Unverständnis, warum kommen die jetzt alle zu uns. Und hier müssen wir schauen, dass wir gerade diese beiden Pole wieder zusammenführen. Unsere Gesellschaft darf nicht auseinanderfallen. Wir sind ein Bayern und nicht zwei Bayern. Und Stadt und Land gehört zusammen. Und hier haben wir dieses Aktionsbündnis ländlicher Raum gegründet, um auch wieder die städtische Bevölkerung mit den Gegebenheiten auf dem Land wieder zu versöhnen auch und auch zu zeigen, dass gerade auch Landwirtschaft, die hier besonders die Last des Artenschutzes, die Last des Umweltschutzes, die Last auch in der Klimakrisenbewältigung mitzutragen hat, dass hier wieder ein Verständnis dafür da ist, dass also ohne die Landwirte gerade bei uns in Bayern also das Land ganz anders ausschauen würde, dass wir vieles, also auch Gesellschaftliches, gar nicht mehr so stemmen könnten, wenn die Landwirte nicht da sind. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen auch für die Arbeit unserer bäuerlichen, strukturierten Landwirtschaft wieder werben und auch wieder das Verständnis in der Bevölkerung und gerade das Verständnis in den Städten dafür wieder wecken, dass man weiß, wo kommen auch die qualitativ hochwertigen Lebensmittel, die wir zur Verfügung haben, gerade auch im Bereich der Regionalvermarktung, wo kommen die überhaupt her? Herr Streibel, im Rahmen dieses Aktionsbündnisses hat Ihre Fraktion ja auch ein Schlachthofkonzept aufgelegt. Was hat es denn damit auf sich? Ja, in der Pandemie haben wir gesehen, dass die Großstrukturen, gerade bei Großschlachtereien, dass hier besondere Infektionsgeschehen waren, aber dass auch hier eine Zentralisierung in der Bundesrepublik stattgefunden hat, was dann dazu führt, dass natürlich die Wege der Tiere zu der Schlachtereibetrieben auch enorm lang werden. Und was wir wollen, ist eigentlich ein regionales Schlachthofkonzept, sodass im Grunde jeder Landkreis dann auch seinen eigenen Schlachthof wieder hat, so wie es früher auch schon mal war, dass auch die Wege, die Transportwege kurz sind, aber auch die Identifikation hoch ist, also dass im Grunde der Landwirt letztlich auch den Veterinär, den Schlachthof, den Metzger, eigentlich bis zur Fleisch- und Wursttheke, dass man den Weg genau nachvollziehen kann und nachverfolgen kann, dass man genau weiß, welche Ware kommt wo an. Und das verstärkt wieder das Vertrauen natürlich
natürlich des Verbrauchers in die Produkte, aber zeugt dann auch wieder für die Qualität der Produkte, denn im Grunde in einer kleinen strukturierten Lieferkette kann sich es eigentlich keiner erlauben, dass hier irgendwelche Schlampereien passieren, weil das würde dann für diese ganze Lieferstruktur, also im kleinen Regionalen, das ausbedeuten. Also das heißt, vom Landwirt bis letztlich zur Metzgerei, bis zur Fleischtheke muss man hier sauber arbeiten, aber muss auch hohe Qualität in den Produkten haben. Und das wollten wir auch damit unterstützen und fördern, dass letztlich auch, wie gesagt, der Landwirt die kennt, die dann auch seine Produkte an den Verbraucher verkauft, und das schafft Vertrauen. Und ein weiterer Effekt ist, dass die Tiere nicht so lang transportiert werden müssen. Das ist dann auch ein Beitrag letztlich zum Tierwohl. Verraten Sie uns, Herr Streibel, welche Themen Ihnen denn noch am Herzen liegen? Ja gut, die großen Themen, die uns alle bewegen, das ist zum Beispiel die ganze Klimathematik, Klimaschutz, Klimawandel und was hier mit unserer Umwelt und auch unseren Lebensgrundlagen passiert. Und das andere ist, was das Thema für Bayern ganz wichtig ist, Energie. Bayern ist ein hochtechnologisierter Standort, der eine Spitzenposition in der Welt einnimmt, aber dafür brauchen wir Energie. Und diese Energie muss gesichert werden, und das Ganze muss man wieder kombinieren letztlich mit dem Klimaschutz. Bleiben wir bei der Energiewende. Was haben Sie sich denn da konkret vorgenommen und was haben Sie bereits umgesetzt? Ja gut, wir haben vorgenommen, dass wir möglichst also hier regenerative Energien haben, dass wir erneuerbare Energien haben und dass wir ein möglichst auch dezentrales Energiekonzept haben. Allerdings ist das natürlich etwas, was langfristig so passieren muss. Kurzfristig gehen wir auf immer mehr Wasserstoff, auf eine Wasserstoffstrategie, dass wir ein Wasserstoffkompetenzzentrum geschaffen haben, ein Wasserstoffbündnis letztlich, und dass man auch hier versucht, neue Technologien für die Erzeugung von Wasserstoff zu entwickeln, beziehungsweise neue Ideen, die auch schon da sind, zur Marktreife zu bringen, wie zum Beispiel ein Konzept, wo man aus Klärschlamm, der in jeder größeren Kommune anfällt, zu Wasserstoff umwandeln kann. Von so her könnte man da dann dezentrale Wasserstofftankstellen in kommunaler Hand generieren. Und des Weiteren haben wir auch geschaut, dass man die PV-Anlagen, Photovoltaik, dass man das erhöht von ursprünglich 30 in Bayern, die genehmigt worden sind, haben wir auf 200 erhöht, dass man auch ein Programm macht, das auf staatlichen Liegenschaften hier verpflichtend PV-Anlagen gemacht werden müssen, dass man Anreize für die Wirtschaft oder auch für den privaten Häuschenbauer schafft. Und so ist es jetzt schon so, dass ein Viertel der installierten PV-Anlagen in Deutschland sind in Bayern montiert. Also ein Viertel ist sozusagen, Bayern ist da schon das Sonnenland Deutschlands geworden. Und hier schaffen wir natürlich dann eine Basis für erneuerbare und regenerative Energien. Und darüber hinaus versuchen wir jetzt auch noch Standorte zu finden, wo man Windkraftanlagen bauen kann. Also deswegen hat man auch Windkümmerer ins Leben gerufen, die hier mit den Kommunen und Gemeinden reden, wo Standorte sind. Und jetzt haben wir festgestellt, also wir hätten in den Staatsforsten hätte man über 300 Standorte, wo man Windkraftanlagen im Wald bauen könnte, was natürlich ein nennenswerter Beitrag letztlich zur Energiewende wäre. Welche Erfolge können denn die Freien Wähler beim Punkt Klimaschutz schon vorweisen? Ja gut, hier haben wir ein Klimaschutzgesetz geschaffen, das ja, wegweisend ist und von über 100 Maßnahmen letztlich flankiert wird. Dass hier also nicht nur ein Gesetz steht, sondern dass auch das Gesetz mit ganz konkreten Maßnahmen hinterfüttert ist, wo wir dann im Klimaschutz also ja, vorangehen können. Ein wichtiger Baustein hier sind zum Beispiel die Moore als Klimaspeicher, als CO2-Speicher, dass wir natürlich das überschüssige CO2 letztlich binden und speichern können. Und da haben die Moore in Bayern eine ganz große Aufgabe, genauso auch wie die Wälder. Deswegen ist also ein sinnvoll bewirtschafteter Wald, macht gerade im Klimawandel also Sinn, dass man hier das überschüssige CO2 bindet und dann ja auch verbaut in Bauwerken, wo dann also die Balken oder die dann dort sind, also über Jahrhunderte zum Teil also fest sind und dadurch auch das langfristig CO2 binden können. Also das sind Dinge, die wir gerade im Klimaschutz also stark mit voranbringen. Herr Streibel, jetzt kommt's. Wie würden Sie denn den Politikstil der Freien Wähler beschreiben und auch die Rolle Ihrer Fraktion innerhalb der Staatsregierung? Gut,
Der Politikstil der Freien Wähler ist bürgerlich, sachlich und von gesundem Menschenverstand geprägt. Also wir sind jetzt nicht die Parteiideologen oder Parteidoktrinen, die haben wir nicht, sondern wir schauen uns die Probleme an. Wir schauen die Situation an und wie kann man das Beste draus machen. Dass man hier politische Ränkchenspiele macht und schaut, dass, wie kommt man hier an eine bestimmte Machtposition, das ist uns eher fremd. Sondern uns geht es um die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land und uns geht es um vernünftige Lösungen. Und deswegen ist denkt man vielleicht manchmal etwas mehr nach und schauen auch, wie wir auf eine sachlich vernünftige Linie kommen. Und die versuchen wir natürlich dann auch mit unserem Koalitionspartner durchzusetzen. Das gibt natürlich dann immer wieder so gewisse Reibungen, die aber in einer Beziehung immer ganz gut sind, weil also wenn man sich nur noch einig ist, dann ist es auch langweilig, sondern man muss sich auch immer wieder irgendwie zusammenraufen. Und da ist, glaube ich, unser Blickwinkel, der ja aus einer gewissen Natürlichkeit herauskommt, glaube ich, sehr bereichernd. Und dass man hier auch unsere Rolle in der Koalition und in der Staatsregierung schon so als ein gewisses, ich würde jetzt fast sagen, bürgerliches Kollektiv sehen. Also wir sind jetzt nicht verwöhnt von jahrzehntelanger Alleinregierung, sondern wir haben uns den Stand, den wir jetzt haben, hart erarbeiten und erkämpfen müssen und haben das durch eine vernünftige Sachpolitik gemacht und durch das Einsetzen unseres normalen Menschenverstandes. Und das ist unser Erfolgsrezept, das bringen wir in die Regierung ein und denke, dass wir dadurch auch die bayerische Staatsregierung erfolgreicher gemacht haben und dass das mittlerweile auch ein Markenkern ist, der auch für andere Koalitionsregierungen in der Bundesrepublik eigentlich Pate stehen könnte. Dass wir hier eine ganz vernünftige, bürgerliche, konservative, aber nicht altbackene, sondern auch in die Zukunft schauende Politik machen. Wie kann ich mir denn bitte schön die tägliche Zusammenarbeit mit Ihren Ministern vorstellen? Gut, also wir sind natürlich eng vernetzt und haben also den bekannten kurzen Draht. Und klar, am Anfang mussten sich die Minister erst einmal in die Rolle, in das Amt eines Ministers finden. So ein Ministerium zu führen, ist gerade in der jetzigen Zeit keine leichte Aufgabe. Aber wir haben jetzt Strukturen geschaffen, wir haben regelmäßige Treffen, wo die Minister und ich uns zusammensetzen, über die anstehenden Themen reden und dann, wie gesagt, gibt es immer noch also Handy, Telefon, E-Mail, SMS, wo man sich also auf sehr kurzem Weg dann auch austauscht und das, glaube ich, das Wichtigste ist immer Kommunikation. Einfach im Gespräch miteinander sein und sich miteinander abstimmen. Und das ist, glaube ich, auch ein gewisser Erfolg, den wir hier aufweisen können. Sagen Sie, wenn Sie zurückblicken, gibt es irgendwelche Punkte, die bei Ihren Vorgängern lange liegen geblieben sind, wo Sie sich denn vielleicht eine bessere Vorarbeit gewünscht hätten? Ja, Politik ist immer ein dynamisches Geschehen. Und es gibt keine Politik, genauso wie keine Geschichte, die statisch ist, sondern es ist immer von den Handlungen von Menschen bestimmt und wenn die Handlungen weisen in die Zukunft und geben wieder neue Entwicklungen vor. Und von so her müssen wir uns immer wieder auf die neuen Situationen natürlich einstellen. Einige Dinge hat gerade die Pandemie Corona ans Tageslicht gebracht. Gerade Corona, muss man sagen, das bringt eigentlich jede Vorerkrankung auch von Regierungen ans Tageslicht. Und ein Punkt, wo man vielleicht zu lang gebraucht hat, ist das ganze Thema der Digitalisierung. Da wurde jetzt zwar aus der Not heraus eine Tugend gemacht und ein Digitalisierungsturbo eingeschalten, aber da hätten wir eigentlich schon weiter sein können. Und hier braucht man gerade die Digitalisierung, alles was Verwaltung angeht, also die ganzen Behörden müssen hier ertüchtigt werden, neben dem, was Digitalisierung in der Wirtschaft ist, das ist aber schon weiter, aber gerade auch Digitalisierung im ganzen Bildungsbereich, in den Schulen, in den Hochschulen, Universitäten. Und ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren war noch die große Diskussion, auch hier im Haus, braucht man an Schulen ein WLAN? Heute wissen wir, wir brauchen es, weil sonst der Unterricht gar nicht mehr stattfinden kann. Und hier haben wir auch stark mit nachgesteuert und das Ganze auf den Weg gebracht. Am Anfang, da gab es ja ganz viele skeptische Stimmen, die sagten, also nee, also das mit Orange-Schwarz, das wird nicht funktionieren, aber es läuft. Es läuft und es läuft überraschend gut und
es läuft auch auf Augenhöhe. Man hat uns am Anfang immer das Schicksal der FDP prophezeit, dass wir hier erdrückt werden letztlich und dann keine Rolle mehr spielen. Wenn man die jetzigen Umfragen auch anschaut, dann muss man sagen, sind wir als Freie Wähler der stabile Faktor in dieser Regierung. Wir sind im Grunde auf unseren Umfragewerten stabil. Bei der CSU geht es mal rauf und dann auch wieder ziemlich runter. Da ist eher so ein Hin- und Herwabern feststellbar. Also das heißt, der stabile Part dieser Regierung sind die Freien Wähler. Zu einer vergleichbaren Zeit war schon die FDP weit unter 5%. Das heißt also, wir haben uns gegenüber der CSU behauptet, aber auch emanzipiert und können hier auch selbstbewusst und ja, zuversichtlich unsere Politik mit in die Regierung einbringen. Das heißt also, wir arbeiten und agieren auf Augenhöhe. Die einen bringen zwar ihre längere Regierungserfahrung mit sich, sind aber da vielleicht in manchen Abläufen etwas festgefahren und wir bringen im Grunde ja, die Frische des Neuen mit und können also manche Dinge vielleicht von einer anderen Seite her denken und auch von einer anderen Seite her anschieben. Und das ist nach meiner Meinung so eine gute Kombination. Auf der einen Seite hat man zwar das Beständige, auf der anderen Seite bei uns hat man das Moderne, Neue, Zuversichtliche, das letztlich den Schwung und den Impuls gibt, damit Bayern auch weiterhin vorne dran bleibt. Herr Streibel, lassen Sie uns auf die politische Lage schauen zu Beginn der Legislaturperiode. Was hat sich seitdem verbessert? Ja, zum Beispiel, also gut, die politische Lage am Anfang war aus dieser übermächtigen Alleinregierung der CSU heraus. Man musste sich jetzt erstmal ja, in eine Koalition hineinfinden. Also auch die CSU musste erstmal wieder lernen, wie ist es, einen Partner zu haben. Und da gab es dann einige Themen, Dinge, die wir dann versucht haben, auch weiterzubringen, weiterzuentwickeln. Ein großer Punkt war, wo es ja Proteste auch gab vor der 2018, war das Polizeiaufgabengesetz. Und das haben wir ja, überarbeitet, evaluiert und haben das jetzt praktikabler gemacht und aber auch für den Bürger den Schrecken genommen und haben hier also Richtervorbehalte mit reingebaut, also dass das Ganze also wieder vernünftiger wird. Und darüber hinaus ja, haben wir also gerade in der Pflege also, haben wir 1000 Stellen geschaffen, also Plätze geschaffen. Wir haben also 5000 Lehrerstellen jetzt neu aufgenommen, also dass man gerade hier auch in der Bildung einen weiteren Punkt hat. Gut, über die Straßenausbaubeitragssatzung brauche ich gar nichts mehr sagen, also die abgeschafft worden ist und wo wir einen Härtefallfonds eingerichtet haben und darüber hinaus, also jetzt ganz zu jüngst, also ein Lobbyregistergesetz hier im Landtag eingebracht, dass einfach auch die Arbeit der Politik, der Gesetzgebung, auch die Arbeit, aber auch der Staatsregierung transparenter wird, dass man weiß, wer nimmt Einfluss auf die Staatsregierung? Wer nimmt Einfluss auf den Landtag? Welche Vorschläge kommen von welchen Verbänden? Das war ein lang gehegter Wunsch von uns. Schon seit 2018, wo wir in den Landtag gekommen sind, haben wir dann schon ein Gesetz vorgelegt. Gut, allein in der Situation der Opposition ist dieses Gesetz immer wieder gescheitert, ich glaube 3-mal. Und jetzt in der Regierung konnten wir es durchsetzen. Und das ist ein Erfolg, wo ich sage, der wird die Arbeit hier im Haus und in der Staatsregierung schon nachhaltig auch verändern, wird es transparenter machen und damit auch für die Bürgerinnen und Bürger auch wieder nachvollziehbarer, dass man weiß, wo hat wer Einfluss genommen. Aber auch zum Beispiel auch für die Journalisten ist es auch wichtig zu sehen, wer nimmt auf welches Gesetz wie Einfluss. Und diese Transparenz schafft dann wieder Vertrauen letztlich in die Politik und das ist gut für unsere Demokratie. Zum Schluss, tada, blicken wir in die Zukunft. Welche Ziele möchten Sie denn unbedingt noch umsetzen? Ziele sind immer wichtig und gut und die Ziele sind die Wünsche dessen, was dann Wirklichkeit werden sollte. Und wir wünschen uns ein Bayern, das wirtschaftlich stark ist.
wirtschaftlich stark deswegen, weil es dann für viele in unserem Land eine sichere Lebensgrundlage, sicheres Auskommen, sichere Arbeitsplätze schafft. Und hier hat man ja auch die Hightech-Agenda auf den Weg gebracht, dass man gerade in, was in der Forschung geschieht, dass man hier vorangeht, dass man die klügsten Köpfe dieses Planeten hier nach Bayern holt, um für uns auch hier neue Ideen, neue Technologien, die wir auch im Kampf gegen den Klimawandel brauchen, zu generieren und hier auch neue Geschäftsfelder damit also und neue Produkte generieren kann, die dann wieder ein internationaler Exportschlager werden. Und das ist, glaube ich, das Bild, das wir schon von einem innovativen, modernen Bayern haben. Aber gleichzeitig sollte es auch bodenständig und traditionell bleiben. Und es sollte unsere schöne Landschaft soweit erhalten bleiben. Deswegen ist es wichtig, dass wir zum einen den Wirtschaftsminister stellen, zum anderen den Umweltminister. Und da kommen die beiden Pole, die für uns wichtig sind, zusammen. Das eine ist unsere Natur, die wir als ein Juwel auf der Welt also erhalten wollen. Und das andere eine starke Wirtschaftskraft, die den Wohlstand in Bayern sichert. So, und beides braucht man, den Wohlstand, aber auch die Natur, damit sich die Leute wohlfühlen können. Und daneben und dazwischen ist die Verbindung durch letztlich das gewachsene Brauchtum, dass man einfach da ja auch eine Identitätsstiftung hat, dass man weiß, wer wir in Bayern sind und dass wir auch darauf letztlich ein Stück weit stolz sein können. Dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Erfolg bei der Umsetzung all Ihrer Ziele und was Sie noch vorhaben, Herr Streibel. Dankeschön für dieses tolle Halbzeitbilanzgespräch. Bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen. Und vielen Dank auch Ihnen fürs Zuschauen.